So, also was wir jetzt erlebt haben, Leute, liebe YouTube-Freunde, die Blumen, die hier schon lagen, die sind weggeräumt worden. Ich habe jetzt einen Blumenstrauß mit, den werde ich jetzt hinlegen, zum Beweis dazu, dass ich nur hingelegt habe. Kerzen waren jetzt nicht erlaubt. Also das hat uns jetzt die Polizei nochmal hingewiesen, dass die Kerzen nicht erlaubt sind und auch nicht anbrennen. Also wie gesagt, jetzt ist es halt so, Also, zum Gedenken an den Daniel, der vor einem Jahr hier ermordet wurde. Der Täter steht immer noch nicht fest. Jetzt ist ein Täter, ermittelt worden, der jetzt schon im Polizeigewahrsam ist. Der hat jetzt ganz schnell mal vor den Wahlen 9,5 Jahre bekommen. Und nach den Wahlen, beziehungsweise jetzt geht dann die Verteidiger in Revision und ich gehe mal davon aus, es wird dann ein relativ mildes Urteil rauskommen würde. Ja, so. Also wie gesagt, es hätte jeden treffen können. Daniel hat es erwischt. Traurig, traurig einfach. So. So, jetzt machen wir noch eine Gedenkminute. So, mein aufrichtiges Beileid nochmal an die Familie, die aber da nicht mit reingezogen werden will in die ganze Geschichte. Alles okay. So, das war's erstmal von mir. Ja, also Polizeiaufgebot ist schon da, Leute, liebe Freunde. Ja, Absperrungen sind hier auch schon vorhanden. Weißt du, was ich feststellen muss? Die Busse. So, also heute ist es ja ganz schön warm. Das ist unsere Abkühlung jetzt dort. Ja, die Erfrischung oder für Erfrischung ist gesorgt. Also, wie gesagt, Wahnsinn. So, jetzt haben wir es geschafft, den Parkplatz vom Dietz. Das hier ist praktisch hier die Leine des Grauens. Ich hoffe, dass dann die Leute hier mit anpacken und dann das hochhalten. Mal sehen. Ja, das sind die Fälle. Ich gehe mal davon aus, inklusive dieser Fall von den Daniel, wo wir jetzt gerade die Blumen niedergelegt hatten. Ich werde jetzt den Livestream, das Video werde ich jetzt erstmal beenden und werde es gleich hochladen. Und mal sehen. Alles klar, bis dann. Bis dann.